Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute zeige ich euch mein Rezept Teigbällchen mit Schafskäsefüllung. Dazu habe ich erstmal 200 Gramm Schafskäse mit einer Gabel zerdrückt und getrockneten Pfefferminz und Blattpaprika reingegeben und verrührt. Dann brauchen wir zwei Eigelbe zum Bestreichen und Sesam Schwarzkümmel zum Bestreuen. Für den Teig brauchen wir ein Glas lauwarme Milch, ein Glas lauwarmes Wasser, immer mit demselben Glas abmessen, ein Glas Öl, dann ca. 2 bis 3 Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Salz und ein Päckchen frische Hefe. Als erstes vermischen wir das Ganze. Und geben dann so circa 1 Kilo Mehl. Ich würde dann immer vorsichtig sein, nach und nach geben, weil das darf jetzt nicht so ein fester Teig werden. So, ich habe nicht so ganz 1 Kilo Mehl verbraucht, das waren dann so circa 800 Gramm. So, jetzt machen wir den Deckel zu und lassen unseren Teig an einem warmen Ort circa 30 Minuten gehen. So, jetzt werde ich kleine Bällchen formen aus meinem Teig, also nicht so sehr groß. Und tauche die dann ganz kurz in Öl ein. Ihr könnt zwischendurch immer eure Hände mit Öl beschmieren. Mit dieser Teigmenge bekommt ihr 2 Blech raus. Also wem das zu viel ist, kann die Menge natürlich reduzieren. So, jetzt könnt ihr eure Hände nochmal mit Öl beschmieren und drückt dann einfach mit dem Finger hier hinein und gibt dann Käsefüllung rein. So, jetzt habe ich meine Bällchen mit Abstand auf meinem Blechen gelegt und werde diese dann ca. 15 Minuten noch gehen lassen und werde mit Eigelb bestreichen, mit Sesam und Schwarzkümmel bestreuen. Dann kommen sie in den Ofen bei 160 Grad ca. für 30 Minuten. So, die Teigbällchen sind raus aus dem Ofen und sehen sie wieder natürlich super lecker aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zugucken und wünsche euch viel Spaß beim selber backen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.